noch so drei, aber... Aber der Konter hat schon was. Ey ho, ich zeige euch mal heute meine absoluten Urbex-Hits. Heilige Scheiße. Hier ist der Typ, der völlig demotiviert ist, weil seine Kamera kaputt ist. Und da ist der Typ, der dafür verantwortlich ist. Und hier ist einer, der einfach nur richtig geilen Fun hat. Und da steht meine zukünftige Freundin. Und hat mit der gesamten Sache nichts zu tun und ist völlig überfragt. Die Dame im Hintergrund ist die Britin, die ich mit gefunden habe. Und die sind hier und machen ein paar Fotos von ihrer Deutschlandreise. Jens, Hanni, das waren die Engländer, die ich kennengelernt hatte. Die haben genauso darauf gewartet, dass ich endlich mal vor dem Gebäude verschwinde, wie auch ich auf die. Und dann haben wir irgendwann nach circa halben, dreiviertel Stunde mal miteinander gesprochen und haben gefragt, willst du auch rein? Yes. Kurz Daten-Backup. Bei mir gibt es heute technische Schwierigkeiten, deswegen habe ich mal umgerüstet auf die zweite Kamera, die ich immer im Petto habe. Deswegen ist die Qualität ist dann höchstwahrscheinlich etwas schlechter. Und ja, ich hatte ein paar technische Schwierigkeiten. Ja, jetzt sind wir bei dir in so einem Schulraum, denke ich mal, wo man deine Schulungen drin machen oder ein Büro oder je nachdem. Nee, das wird ein Büro gewesen sein oder wahrscheinlich für die Azubis. Da seid eben da nochmal. Ja, zu beginnen. Ja. Spannungsmesser. Genau. Oldschool. Alter, das ist brutal. Mensch, welche Uhr. Und hier kann man sehen, dass auch die gesamten Messwerte immer schön fleißig eingetragen worden sind. Hallo?
Ja, wir müssen. Hier ist Wachmann. Scheiße. Die verarschen uns. Nee, das Ding ist nicht unter der Halle. Wir fahren auch noch auf die Halle. So ein Raum mit einem Globus oder so. Ja. Wo ist denn der? Ja. Ja, wir gehen mal gucken auch, ja. Verpissen, also versteckt. Wieso, wer bist du? Willst du mich jetzt verarschen? Wo sind wir jetzt? Oh, wie ganz oben. Das beste Versteck. Sau eng, Leute, sau eng. Geh mal weiter. Komm, ja. Auf die Mittelspule. Komm mal hier drauf, oder? Nee. Ja, bist du des Wahnsinns. Wieso? Mann. Was? Wer ist denn das? Was? Guck mal hier rein. Der war doch von uns. Oder? Ey, der ist nicht von uns. Nee. Wo? Auf der rechten Seite. Da sieht er an der Wand. Versucht, das jetzt hier einzufangen. Weiter nach rechts, 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 rechts. Da hinten steht er. Das ist doch kein Security, Mann. Der Kamera um. Was? Ach, der.
läuft auch so verdächtig mit dem Handy rum. Als ob der die Bullen rumfährt oder so. Richtig. Was meinst du? Ich würde sagen, wir hören raus. Bei dir. Was? Nee, Uhrwechsel. Oh. Ja, fuck die Hände, Alter. Ich krieg ne Meise, ey. Also, ein Kollege von unserem Team, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, da baut das mal. Tja, man merkt, so Team hat Vorteile, Team hat auch viele Nachteile. Ja, aber es ist aber halt diese Größe des Lost Place. Du hast keinen Überblick mehr, es sind einfach diese vielen Räume, dann ist da einer und dann denkst du von Weitem, du erkennst die nicht, das ist dann halt ein Sicherheitsdienst oder so, weil die laufen auch alle mit schwarzen Klamotten rum. Richtig. Wo ich gerade hier an der Stelle stehe. Und ja, ich hatte ein paar technische Schwierigkeiten. Unser Kran. Zwei Dumme. Ein Gedanke, oder? Ich muss da hoch. Du, da waren wir doch schon. Nein, wir sind jetzt genau gegenübergesetzt. Ach, stimmt. Hier ist der Kran bloß abgefahren. Richtig. Hier müssen wir hoch. Willst du hochgucken oder nicht? Klar. So für Leute mit Höhenangst ist das hier natürlich mal gar nichts. Ob die jetzt überhaupt noch aufnimmt mit dem Sound? Sauber. Mal schauen. Was filmt mich? 50 Euro. Lebt das noch? Das hat keinen einzigen Kratzer, Kollege. Also Aufnahmen macht er jetzt? Es geht ja darum, dass man weitermachen will. Also sah es schlimmer aus, als es war. Ich weiß es nicht. Ja, was ist denn nun passiert? Der Typ rannte wie ein Bestochener auf viele, viele Meter Höhe und die Kamera machte plumps nach unten. Und das war die Geschichte, wie ich zu meiner neuen Kamera kam. Es ist schon viele, viele Jahre her, muss man wirklich das so sagen. Und ja, es hat auch was Gutes. Die Kamera, die ich jetzt habe, ist deutlich mal besser. Genau. It's brain. Thank you.